Herzlich willkommen zur nächsten Folge von The Inner Game. 52 Wochen, 52 Stories, sind fast in der Hälfte angelangt. Wahnsinn. Hatten jetzt eine kleine Pause durch Urlaub. Ich habe heute einen spannenden Gast dabei, von dem ich damals sehr inspiriert wurde. Als ich damals mich damit beschäftigt habe, diesen Weg zu gehen, habe ich mich auch ein bisschen umgeschaut und ich habe einen gefunden, der schon eine riesige Community damals aufgebaut hat. Hardy Höss, könnt ihr mal in den Chat schreiben, wer ihn schon kennt oder wer schon mal was von ihm gehört hat. Ich glaube, er ist im Fußballbereich kein Unbekannter. Er hat mit seinen jungen Jahren schon Wahnsinniges aufgebaut, ist Individualtrainer, kommt aus München. Ja, und er hatte jetzt eine kurze Auszeit. Vielleicht sprechen wir darüber auch gleich nochmal kurz. Und ja, auf jeden Fall sehr inspirierender Typ, weil er einen coolen Weg geht und ich glaube auch mental die Jungs und Mädels weiterbringt, mit denen er arbeitet. Deshalb freue ich mich. So, ich sehe ihn schon im Chat. So, jetzt bist du da. Jetzt bin ich da endlich. So, servus. Hey. Sorry nochmal an Ja, alle. Ne? alles gut, alles gut. Aber jetzt geht's ab, Julius. Hey. Alles gut bei dir, bei euch? Alles gut, alles gut. Ja. Ich bin auch ein bisschen verletzt, aber ja, ich komme gut damit klar. Mental bin Was ich fit. hast du? Syndesmoseband gerissen, schon, also zweites Mal jetzt. Zwar, ich habe ein halbes Jahr, knapp na, 7 Monate jetzt her, habe ich mir das links gerissen. Ja. Hab dann wurde dann operiert, war wieder fit, hab wieder ein Spiel gemacht. Im vierten Spiel Brettschlag auf der rechten Seite und wieder Schmerzen am Anfang. 4 Wochen erstmal nicht gewusst, aber dann nach einem MRT hat sich herausgestellt, dass es auf der rechten Seite wieder gerissen ist. Also Okay. bitter, aber ja. Soll nicht sein, sollte nicht sein. Ja, es ist ein Zeichen. Mal schauen. Ja. Aber ja, alles gut. Ansonsten bin ich fit. Ja, wie geht's dir? Ja, passt soweit alles, alles gut. Muss im Moment schauen, dass ich wieder mal auf einen Trichter komme, dass ich sage, ich mache nur eine Sache, dann schon wieder auf drei, vier Hochzeiten, weil es einfach viel Spaß macht mit allen drei Dingen. Aber da muss ich, ja, was ich spüre einfach von innen heraus, glaube ich, ist ja auch ein Thema, so der Inner Game. Auch von innen heraus spüre ich, dass ich mal, dass ich einen Pfad mal komplett gehen muss. Ja, ich habe ja meine Fußballschule, meine Online-Sachen, habe jetzt auch noch eine Mannschaft. Aber ja, das vielleicht, sonst alles gut, war ein paar Tage weg, mir geht's gut, fast soweit. Ey, Ja. ich fühle das total, ich fühle das total, weil bei mir ist ja auch so, dass ich mir noch mehrere Dinge aufbaue, unter anderem ja auch mit der Agentur für Fußballstipendien und so. Und ich mich für vieles begeistern kann, aber da auch dann die Gefahr ist, dass man sich in zu vielen Dingen verrennt. Weißt du, es ist ja nicht mal, du, es ist noch nicht mal die Dinge, dass du es nicht zeitlich hinbekommst. Es ist noch nicht mal die Sache, dass du, wie soll ich sagen, dass du nicht alles abarbeiten kannst. Sondern es ist, glaube ich, einfach eine Sache vom Gehirn, dass unser Gehirn eine Sache gleichzeitig machen kann. Und wenn du das dem Gehirn geben kannst, dann gibt er dir immer wieder die richtigen Signale. Ja, dann gibt er immer wieder die Intuition, das und das musst du machen. Wenn du aber ständig drei Dinge gleichzeitig hast, dann die Kopf in drei gleichzeitig, dann verlierst du irgendwann die zur richtigen Zeit die richtige Entscheidung zu treffen. Ich weiß nicht, ob du das verstehst, was ich meine. Ich fühle es total, ich fühle Ja. es total. Und deshalb, aber wie gesagt, ja, ich bin noch jung und es ist so, was heißt Fehler, ne? Man kann es auch wieder positiv nennen. Ich habe jetzt mit 24, habe ich die Sicht vom Individualtrainer, ich habe die Sicht vom Mannschaftstrainer bekommen, ich habe in einer Berateragentur gearbeitet, ich war selber Spieler, ich habe für den Bayerischen Fußballverband gearbeitet, also auch für den Verband. Das hat ja auch einen Vorteil, ne? Das ist jetzt nicht nur, dass es nur Nachteile hat, aber ja, wie gesagt, das ist ja auch schon auf jeden Fall schon mal auch was Positives, auch für dich, denke ich, die Dinge auch mal bewusst zu werden und dann einfach mal zu schauen, hey, was kann man vielleicht outsourcen, was kann man mal vielleicht ganz weglassen, aber das ist eher dann mein Thema. Ja, spannender Punkt auch. Also Ja. es ist interessant, dass wir viele so ähnliche Ja, Themen absolut. haben. Ich habe in der Einleitung schon ein bisschen was zu dir gesagt. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast, weil als ich damals so angefangen habe, so Richtung Mentalcoaching zu gehen, so Fußball mir was aufzubauen und Fußballer und Fußballerinnen weiterzubringen, habe ich natürlich auch geschaut, hey, wen gibt es da schon in dem Bereich? Und es gibt Ja. sehr, sehr wenige oder es gab damals noch weniger. Du warst einer, den ich ganz am Anfang schon gefunden hatte, wo ich schon gedacht habe, krass, ey, der hat sich dann schon eine riesen Community aufgebaut. Vielleicht Ja. kannst du uns ein bisschen mit reinnehmen, so in deine Geschichte, wie du zu dem kamst, die dich nicht kennen, was die über dich Ja. wissen müssen, so. Ja, geil, ne, habe ich lange nicht mehr erzählt, geil. Ja, ich war sehr lange auf dem Fußballinternat und hatte immer den Traum und bin mit 12 da hingegangen und bin so losgegangen, um meinen Traum vom Profi zu realisieren. Mein Papa hat immer so gesagt, ja, in die vierte, fünfte Liga schaffst du schon irgendwann mal. Dann dachte ich mir, cool,
Wenn mein Papa sagt, vierte, fünfte Liga schaffst du schon, jetzt stell mir vor, ich habe noch gute Trainer, ich trainiere noch viel, dann schaffe ich vielleicht sogar höher als vierte, fünfte Liga. Sondern dann habe ich mich aufgemacht, um Profi zu werden, bin auf den Fußballinternat gegangen und dort dann einfach ja, Höhen und Tiefen gehabt, oft verletzt gewesen, oft Meister geworden. Es war immer ein Hin und Her, wo ich dann am Schluss Auswahl gespielt habe, wo ich dann wieder Hoffnung hatte und dann einen richtigen Schlag in die Fresse bekommen habe. Und ja, dann einfach auch gemerkt habe, es reicht nicht zum Profi und bin dann ziemlich in ein Loch gefallen für ein paar Wochen, Monate, wo ich dann einfach auch mal das Leben genossen habe, wo ich wirklich 5 Jahre hart trainiert habe, war ich dann viel feiern, draußen mit Freunden, einmal was anderes machen und dann irgendwann, aber auch dann irgendwann gemerkt, hey, das ist nicht, ich will jetzt irgendwas machen. So. Und dann damals habe ich immer diese Fitness-YouTuber gesehen und dachte mir, hey, ich muss jetzt endlich mal aus meinem Loch rauskommen und fand es spannend, was die gemacht haben, so Karl S., Tim Gabel und dachte mir, ey, du, die geht es immer um Scheiß, anstatt jetzt dich selber zu bemitleiden oder sonstiges. Warum machst du eigentlich genau das Gleiche wie die? Und von diesen 2, 3 Monaten Loch nicht Profi geschafft haben, hatte ich plötzlich so einen Spirit von dieser Idee. Und innerhalb von dieser Idee hat es keine 10 Sekunden gedauert, habe ich mir einen Laptop gesetzt, der jetzt auch gerade vor mir hier ist, habe angefangen, ein E-Book zu schreiben. Also von dieser Idee hat es eine Umsetzung von 30 Sekunden gedauert. Ich habe mir keine Gedanken gemacht oder sonstiges. Ich war da 17 Jahre alt, kleiner Pisser. Habe mir gedacht, komm, schreibst du ein Buch. So, dachte ich mir, 17 Jahre, ein bisschen Internat. Okay, kannst jetzt kein Buch schreiben, musst du halt ganz viele NLZ-Spieler und Profis interviewen. Habe das gemacht, habe mir ein Buch gepackt, 9 Monate geschrieben, hätte echt nicht gedacht. Ja, war dann schon irgendwann happig, auch so einen roten Faden durchzuziehen. Und habe dann echt mit 9 Monaten geschafft, 184 Seiten auszupacken. So, und dann kam der nächste Geil. Step, fuck, wie kannst du dieses Buch vermarkten? Und wie kannst du aber auch Leuten helfen? Und dann war die Nummer 1 Plattform YouTube. Dann habe ich angefangen mit YouTube und es kam gar nicht so schlecht an. Ja, und dann habe ich mal da angefangen, hab aber wurde oft ausgelacht, viele haben mich ausgelacht, wurde oft schlecht gemacht und habe aber weitergemacht. Und dann irgendwann nach einem halben Jahr habe ich immer so intuitiv gute Entscheidungen getroffen, habe mir einen Kameramann noch dazu genommen und dann ging es eigentlich immer so weiter ab. Gesagt, gute Zeit war es, ich glaube, ich war recht authentisch, habe auch, glaube ich, bin viel mehr in die Tiefe gegangen bei Sachen. Wo andere, wo es einfach das noch nicht gab oder andere YouTuber das noch nicht so gemacht haben. Ja, und so habe ich das dann aufgebaut auf circa 40, 50.000. Dann gab es wieder einen Schlag in die Fresse, wo ich gehackt worden bin bei irgendwas 47.000. Ja, wurde ich gehackt, so, und dann musste ich wieder von null anfangen. Habe dann innerhalb von 1,5 Jahren wieder auf jetzt 48 oder 47.000 oder irgendwie so 47.000 hoch mich gearbeitet und dann gleichzeitig Fußballkurse gemacht. Gleichzeitig noch eine Fußballschule aufgebaut, wo ich am Anfang wirklich Spieler, die nicht mal gerade auslaufen konnten, für 5 € die Stunde trainiert habe. Und jetzt, ja, da darf ich zum Glück und habe die Ehre, mit Spielern aus der ersten, zweiten, dritten Bundesliga auch zusammenzuarbeiten. Und seit jetzt ein paar Tagen trainiere ich auch eine Mannschaft, Wacker München, zusammen mit dem Antonio Di Salvo, also dem U21-Nationaltrainer, darf da auch viel lernen. Und habe da richtig gute Jungs beisammen, wo es echt Spaß macht. Und vielleicht so mal in der Kurzfassung, also, ja. Wir sind wieder bei dem Geile Thema, ich mache einfach zu viel. Sache. Aber geil, also ich feiere das ja. Also ich glaube, was ich halt geil finde, du machst halt einfach. Das haben wir schon, jetzt schreibt gerade jemand rein, mache. Also du machst dir nicht viel Kopf, wo viele überlegen und machen und ja, soll ich und dies und was denken andere, wo ich auch oft so drin war. Also ich war oft in diesem Modus, oh, das kann ich jetzt nicht machen, was werden denn andere sagen und so. Und dann einfach, dieses einfach machen ist halt ein brutaler Schlüssel für alles im Leben, auch im Fußball. Einfach rauszugehen, zu spielen und zu sagen, hey, ich bin wieder Kind Absolut. und mache einfach was. Ja. Ja, definitiv. Ich sage jetzt mal, und da komme ich immer mehr hin. So, wir haben ja eine gewisse, jeder Mensch hat, glaube ich, eine gewisse gesunde Intuition, was für einen richtig ist. Und dann kommen aber ständig Sachen wie Glaubenssätze dazu, von Eltern, von Schule, von Lehrern, von Freunden. Glaubenssätze, das kannst du nicht, das machst du nicht. Dann kommen noch vielleicht irgendwie aus der Kindheit schlimme Erfahrungen rein. Und dann verlierst du ganz schnell diese Intuition, was du eigentlich machen sollst und was gut für dich ist. Ja, und das ist ja dann auch teilweise, wenn wir es mal auf Fußball beziehen, oftmals, dass dann zum falschen Moment falsche Wechsel gemacht worden ist. Ich habe mir vorhin ein Video von Niklas Wilson angeschaut, diesen Waldhof Mannheim-Spieler. Der hat auch gesagt: Hey, ich habe damals den Fehler gemacht. Ich habe nicht meinen Profivertrag bei Nürnberg unterschrieben, sondern ich habe auf die Kohle geachtet und bin irgendwo, glaube ich, wo ist er dann hin? Keine Ahnung, nach Rumänien oder so. Irgendwie, oder davor nochmal woanders. Ja, wo er gesagt hat, das war eine falsche Entscheidung. Ich glaube, wenn du einfach nicht klar in der Birne bist und nicht immer wieder an deinen mentalen Fähigkeiten arbeitest, mit Psychologen, aber auch mit Mentaltrainern, dann triffst du oftmals einfach falsche Entscheidungen, die vielleicht nicht für richtig für dich sind, aber die vielleicht richtig sind, damit deine Glaubenssätze bedient werden, damit das passt oder so. Also ich gehe da jetzt schon tief rein, aber ja,
So, das mal zu dem, ne? Ich kann das nachvollziehen, weil Ja. ich habe mich ja auch dann damals, also ich habe bei Wien Wiesbaden gespielt und da habe ich schon irgendwie so gemerkt, ey, es gibt Spieler, die einfach rausgehen, die Fehler machen, die danach genau die gleiche Situation nochmal probieren. So, weißt du, die haben Ja. dann einfach, haben sich nicht dabei gedacht, die haben einfach nochmal versucht, das Ding zu spielen oder so. Und ich war damals oft auch so ein Spieler, der dann zu viel darüber nachgedacht hat, weil ich auch Glaubenssätze hatte, die mir im Weg standen. Ja. Und damals, weder bei Wien Wiesbaden noch bei TuS Koblenz, da wurde überhaupt nicht so richtig darauf eingegangen. Also, dass ich das Ganze ja hier dann auch angefangen habe, war ja eigentlich auch, ich wünschte, ich hätte es früher auch kennengelernt und gemacht. Also deshalb, ich glaube, es ist super wichtig, dass Spieler schon in dem Bereich arbeiten. Und das klingt jetzt auch so, dass du die auch wenn du jetzt Individualtrainer bist und auch auf dem Platz trainierst, die auch vom Mindset her weiterbringst, oder? Ja, absolut. Absolut. Und ich glaube, da komme ich auch immer wieder. Ich habe ja viel damals immer erzählt, trainiere deine Stärken, versuche deine Schwächen ins Mittelfeld zu bringen. Disziplin ist der Schlüssel, war ganz lange mein Leitsatz. Ja, Ja, also wo ich dann wirklich die Spieler durch quer Deutschland gescheucht habe, über online, aber auch auf dem Platz, immer mehr machen, immer mehr machen, immer mehr machen, immer mehr machen. Das war so damals meine Einstellung. Und es geht darum, jeder ist individuell. Jeder ist individuell aufgewachsen, jeder ist irgendwie individuell, hat eine individuelle Körperlichkeit. Und jeder hat auch ein individuelles Gespür. Wie oft muss ich trainieren? Was muss ich ernähren? Wann muss ich vielleicht mal Pause machen? Wann wird es zu viel? Und wenn ich dieses Gespür für mich selber entwickle, was für mich gut ist, dann kann ich wirklich besser werden. Ja, wenn jetzt ich jetzt aber dazukomme, ich kenne keinen Perfekt, der wohnt irgendwo in Rostock und sage jetzt einfach zu ihm, ja, trainiere 6, 7 Mal die Woche. Dann wirst du besser. Mag sein, dass er besser wird, weil es zufällig auf ihn passt. Wenn ich das aber jemand anders sage, ja, der wird ständig verletzt, keine Ahnung, der wird nicht besser, sondern schlechter, weil er im Übertraining ist. Von dem her, es geht immer mehr in diese Individualität. Und wie schaffst du diese Individualität? Indem du selber auf deinen Körper achtest, indem du selber hier in der Birne klar bist, damit du weißt, was gibt dein Körper dir für Signale und was brauchst du selber. Und da dann einfach eine gute Mischung zu finden, ja, und da auf den Körper zu hören, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Geiler Punkt. Also ich glaube, dass wir diese Verbindung zu uns selbst halt auch immer mehr verlieren, so durch Social Media. Also wie du sagst, da gibt es dann Leute, die sagen, ja, du musst das und das und das machen und viele glauben Ich das. gehöre wahrscheinlich da immer noch dazu oder habe da ganz stark dazu hintendiert. Aber ich glaube, und das ist ja auch das Spannende, sich dann auch immer wieder zu entwickeln. Ich bin mal gespannt, das Thema vor 7 Jahren oder vor ständig, ich glaube, wo du selber noch gespielt hast, war es immer kleine Schritte zum Sprinten, kleine schnelle Schritte. Ja, wenn das heute irgendwer noch sagt, der wird eigentlich in die Fresse geboxt, weil es ja einfach lange Schritte sind. Ja, lange Schritte, Usain Bolt-mäßig. Und wahrscheinlich in 7 Jahren sprechen wir wieder über irgendwas anderes, wo es dann heißt, irgendwie vielleicht, scheiß mal drauf, ja, es geht wieder um deinen individuellen Laufstil, dein Laufstil, den wirst du wahrscheinlich eh nicht so, also weiß es nicht. Auf jeden Fall Ja, ich geht es ja weiß, was du darum, meinst. immer wieder auf sich anzupassen. Ich glaube, das ist im Moment die aktuelle Zeit, noch individueller zu arbeiten und selber auf seinen eigenen Körper zu hören. Absolut, geiler Punkt. Ja. Du hattest ja jetzt auch eine Phase, wo du auf einmal weg warst und Ja. jetzt wiedergekommen bist. Und Ja. wir hatten ja gerade telefoniert, wo du Ja. oder uns kennengelernt, wo du Safe. quasi gerade so am Zurückkommen warst. So. Ja. Und ich fand es brutal geil, mit was für einer Erkenntnis du auch zurückgekommen bist aus dieser Zeit. Vielleicht kannst du uns da noch so mit reinnehmen, ja, wie diese Pause kam und was du jetzt so daraus gelernt hast und warum du jetzt wieder da bist. Ja, vielleicht kurz, warum ich raus bin. Also ich glaube, das war dieses Thema. Ich habe ja dieses Anti-Neutral-Invertings und YouTube-Zeugs auf dem relativ bekannten hohen Niveau gemacht, sage ich mal so. Und irgendwann war es dann einfach zu viel, wo ich gesagt habe, hey, in welche Richtung möchte ich gehen? Ich war jung, von überall kamen irgendwelche Infos und dann habe ich mir meinen Coach geholt. Dieser Coach hat gesagt, wenn dir Fußball so auf den Sack geht alles und dich so unglücklich macht, so, dann hör doch mal auf mit Fußball, mach doch was anderes. Und dann hat die mir so ein bisschen einen Weg eingeleitet, was ich machen könnte, warum du nicht eigentlich anderen Fußballern, die es nicht geschafft haben, so wie du auch, zur Selbstständigkeit führen wollen. Und diese Idee hat mich dann voll irgendwie kurz inspiriert und motiviert. Und hat sie mir mal so einen Push gegeben, den ich ganz lange über den Fußball nicht hatte. Ja? Der eigentlich wie auch in einer Beziehung, ne? Wenn du so 7 Jahre in einer Beziehung warst und du lernst dann mal plötzlich auf dem Oktoberfest eine Dame kennen, dann denkst du mir, die ist die Liebe deines Lebens, aber ist ja auch eigentlich kompletter Quatsch, weißt du, was ich meine? Also so ist es ja so ein bisschen, dann denkt man, oh, dieser kurze Kick, boah, geil. Ne? Aber das ist ja das Schöne ist ja, dieses Vertrauen zu haben und langfristig an was zu arbeiten. Und da
Ja, aber diesen kurzen Kick hatte ich da und den bin ich dann ein bisschen verfallen und bin ich da rein. Und ja, und dann aber das gemacht und gemerkt, das ist nicht mega erfolgreich. Und dann habe ich mir irgendwann gemerkt, fuck, es läuft alles scheiße, mir ging es richtig schlecht. War dann einfach auch viel beim Psychologen auch zum Beispiel, können wir auch nochmal gleich eingehen, wo ich dann einfach viele meine Kindheitsdinge auch aufgearbeitet habe, die vielleicht nicht mal ganz so gut liefen. Und dann habe ich mir mal komplette Auszeit gegangen. Dann bin ich jeden Tag im Wald gegangen, habe da meditiert, 2, 3 Stunden, bin Geil. spazieren gegangen, war auf Mallorca, war den ganzen Tag, bin ich im Strand entlang gelaufen. Ja, habe einfach mal so in mich reingehört, was will ich überhaupt? Und da kam auch raus, ey, ist ganz klar, Fußball, du machst dein ganzes Leben nichts anderes wie Fußball, du hast einfach nur was jung und zu viel auch gleichzeitig gemacht, falsche Entscheidungen getroffen, du konntest zu wenig Nein sagen, hattest zu geringen Selbstwert, um die Dinge anzupacken, die du machen wolltest und die du nicht machen wolltest, da hattest du nicht die Eier dafür, Nein zu sagen oder mal deine Grenzen auch aufzuzeigen. So, und dann bin ich jetzt eben auch zurückgekommen. Es haben sich wieder viele coole Dinge ergeben. Ja, und jetzt mal wieder machen und da jetzt halt einfach wieder aus den Erfahrungen auch die mitzunehmen und zu lernen, hey, okay, das habe ich jetzt auch wieder gemerkt und wird mir viel schneller auch aufgezeigt, hey, stopp, Junge, du machst jetzt zu viel, du machst zu wenig, was ich davor halt nie hatte. Denn davor bin ich halt immer über meine Grenze durch und irgendwann hat es halt mal Knall gemacht, ja. Vielleicht war es damals ein Burnout, eine Depression bei mir, keine Ahnung. Was weiß ich, aber auf jeden Fall jetzt wieder zurück und ist cool, macht Spaß und ja. Ja, warst du schon immer offen so für mentales Training oder wann kam bei dir so der Moment, wo du gesagt hast, ey, das ist wichtig, so am Kopf zu arbeiten? Ne, ich war nie wirklich offen. Wir hatten damals am DFI so eine Mentaltrainerin und da war ich einmal da. Aber das fand ich ganz cool und dann mehr auch nicht. Und bei mir war es immer so ganz verpönt in der ganzen Familie, Thema Psychologe, Thema Mentaltraining war ganz verpönt, war so ein bisschen Weichei. Also so richtig schlecht und das habe ich natürlich auch aufgenommen, diese Meinung. Ja, und das heißt nicht irgendwie, dass meine Familie irgendwie schlecht wäre oder sonstiges, sondern es war einfach deren Glaubenssätze, ne? Und die habe ich übernommen. Und daher war das nie ein Thema. Und dann aber dadurch, dass ich schon jemand, das ist, glaube ich, so mit meiner größte Stärke, ich hinterfrage mich immer wieder und reflektiere mich auch immer wieder, einfach gemerkt und lese auch viel, hey, ich muss an mir arbeiten. Und ich habe dann auch irgendwann komische Ängste entwickelt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt reicht's auch. Und dann habe ich gesagt, jetzt muss ich mental arbeiten und habe mir dann auch Hilfe an einen Coach und Psychologin an Geil. die Hand genommen, da dann auch gearbeitet in dem Bereich. Ja, cool. Ja. Und ich kann mich noch daran erinnern, als wir dann gesprochen hatten, also was mir am meisten hängen geblieben ist, ist so, dass du wieder Fußballer und Fußballerin natürlich dazu hinführen willst, dass sie einmal wieder aus Spaß mit Herz Ja. spielen, so. Und ich Ja. glaube, das ist ja eine brutal wichtige Erkenntnis, so. Also, ihr könnt vielleicht da nochmal genauer reingehen, weil ich glaube, wenn jemand das wirklich begreift und ich sage nicht nur versteht, sondern auch begreift, so innerlich, dann löst das brutal viel aus. Weil ich habe es bei mir gemerkt und vielleicht kannst du das nochmal beschreiben für die Jungs und Mädels. Ja, ich glaube, Julius, es ist so, dass es extrem leicht zum Sagen ist, besonders Ja, wenn du so genau. raus bist und von oben so die Welt betrachtest. Wie gesagt, ich war auf Mallorca, habe nichts gemacht, wie den ganzen Tag meditieren, wandern gewesen so. Und dann kommt dir natürlich dieses, wenn du komplett raus bist auf dem Fußball, ey, fuck, wir sind alle viel zu verbissen, wir sind alle viel zu ding, wenn ich mir mal vorstelle, immer noch die Zahlen, maximal 2 bis 3% aller NLZ-Spieler schaffen es zum Profi, wie verbissen wir alle sind. Und jetzt bin ich auch wieder zurück, merke aber relativ schnell wieder bei mir auch, wie viel ich von den Spielern fordere, dass sie besser werden und bumm. Also ich das auch immer, und das ist auch in Ordnung, das ist komplett menschlich, aber sich dann auch immer wieder bewusst zu machen, hey Trainer, hey Spieler, hey Eltern, hey Berater, hey Sportdirektoren, hey, es ist so schwierig, Profi zu werden, ja? Und selbst wenn du Profi wirst, ist es nicht schöner, den Weg mit Spaß, mit Freude, mit Liebe zu schaffen? Oder, wenn du es nicht schaffst, hast du 10, 15 Jahre nur mit Druck, nur mit Kampf irgendwie ein Ziel verfolgt, ohne dass du Spaß hattest und schaffst es nicht und fällst dann vielleicht komplett in ein Loch. Also beide Kehrseiten, egal ob du schaffst oder nicht, ne, ist scheiße, wenn du nur mit Druck und ohne Spaß und Liebe spielst. Und ich glaube, das ist immer wichtig, dieses Bewusstsein zu machen, heute auf den Platz zu gehen, frei zu sein, dir vorzustellen, du bist heute auf dem Bolzplatz. Und einfach mal deinen ersten Gedanken, deine Intuition spielen zu lassen und weniger immer, oh, ich habe Angst oder was, das ist leichter zu sagen, wie es dann ganz klar zu machen ist. Aber das würde ich, das ist so dieses, wie wieder mehr diesen ersten Gedanken,
machen und weniger immer an dieses Profitum denken. Ich muss in 7 Jahren Profi werden, ich will in 3 Jahren Profi werden. Wer sagt denn immer, dass wir eigentlich nur noch Fußball spielen müssen, um Profi zu werden? Klar, das ist ein Ziel. Klar, darauf arbeiten, ist gute Ziele zu haben. Aber in gewisser Weise einfach zu sagen, hey, ich genieße es hier und heute und wie geil wäre es, wenn ich in 5, 7 Jahren Profi wäre. Das wäre geil, aber ich bin trotzdem, egal was in 5, 7 Jahren passt, total happy, geil, ich spiele dort und dort. Ja, ich habe dort und dort meine Einsatzzeiten. Irgendwie, es gibt immer was Gutes. Und ich glaube, mit diesem Mindset, glaube ich, kommt man viel weiter. Das habe ich selber auch bei mir gemerkt, dass wenn du ständig nur mit Druck, mit Angst, Absolut. Fußball spielst. Ja. Ich kann es so zu 100% unterschreiben, weil ich war auch früher so ein Spieler, auch bei Koblenz gerade in der Regionalliga. Es war immer nicht genug. Ich habe zwar gespielt, aber wann kommt mein nächster Schritt? Also immer so höher, schneller, weiter, muss mehr kommen. Und ich bin ja dann mit einem Fußballstipendium nach Amerika. Und da ist was Verrücktes passiert. Weil ich bin ja rübergeflogen und ich war ja eigentlich kein anderer Spieler. Also ich habe mich körperlich nicht verändert von Abflug bis Landung. Auch vom Fußballerischen hatte ich ja nicht trainiert oder so. Aber ich hatte so vom Kopf her, habe ich genau das gemacht, was du gerade beschrieben hast. Ich habe den Druck mal rausgenommen. Ich habe gesagt, ey, ich komme jetzt hier rüber, niemand kennt mich, ich spiele hier einfach wieder nur Fußball, ich bin ein weißes Blatt Papier und ich definiere mich hier komplett neu. Ich konzentriere mich auch auf die Uni. Also ich habe so wieder mehr im Moment gelebt. Ich habe nicht so gedacht, okay, ich muss dann nächste Saison da spielen. Ich muss so viele Tore machen. Ich muss, ich muss, ich muss. Ich habe einfach wieder gespielt. Und das Verrückte war, ich habe mir mehr zugetraut. Es war viel mehr Leichtigkeit drin. Ich war weniger verletzt. Das ist auch krass, weil wenn du so innerlich blockiert bist, dann kommen auch oft Verletzungen, die du dir ja nie mehr was erklären kannst. Ich hatte so eine Entzündung an der Ferse, so kleine muskuläre Probleme, wo mein Körper mir einfach gesagt hat, hey, irgendwas passt nicht so, weil vom Kopf ich nicht 100% da war. Und dann in Amerika auf einmal gespielt, jedes Spiel gemacht, wir haben immer englische Wochen gehabt. Und ich kam dadurch meinem Ziel näher, obwohl ich es gar nicht erreichen wollte. Ich hatte danach eine MLS Combine-Einladung und habe so gedacht, das ist doch verrückt. Ich versuche gerade eigentlich nicht Profi zu werden. Ich versuche einfach den Prozess zu genießen, die Trainingseinheiten zu genießen, Spaß zu haben, so am Fußball. Und dadurch komme ich aber näher als damals in der Regionalliga, wo es immer nur darum ging, was du beschrieben hast, höher, schnell, also so immer weiterzukommen. Und ich glaube, du hast es schon richtig gesagt. Es ist natürlich leichter, das jetzt zu sagen, als es wirklich in diesem Grind, wo es wirklich auch darum geht, höher zu kommen, das wirklich umzusetzen. Hast du da noch einen Impuls, wie man da vielleicht eher hinkommt? Absolut. Ich habe beim Coaching teilgenommen, ich fand das fantastisch. Es geht eigentlich darum, um 2 Dinge. Es geht darum, hier und heute dir immer wieder bewusst zu machen, was schon gut läuft und für was du dankbar bist. Weil es ist einfach so, wenn du dankbar bist, dann hast du dann dankbar und gleichzeitig Angst haben, das geht nicht. Das heißt, wenn du dankbar bist für das und hier und heute was ist, und selbst wenn du nur, ja, der Trainer bringt dich immer nur die letzten 10 Minuten, dann kannst du sehen, die ersten 80 Minuten, die du nicht gespielt hast, du kannst aber auch irgendwann nach 2, 3 Tagen sauer sein auf den Trainer, irgendwann auch mal sehen, hey, ich habe immer in 10 Minuten gespielt. Andere sind komplett 90 Minuten auf der Bank geblieben. Ne? Geiler Das ist Punkt. immer so dieser Punkt. Und also ich glaube, alles, was wir in der, wenn wir, wenn wir, wenn wir Fülle haben, ich glaube, dann bekommen wir mehr. Das heißt, wenn wir hier und heute, egal was ist es, dankbar sind für die Dinge, ziehen wir sie mehr an. Und wenn wir dann unserem Gehirn immer wieder füttern mit Visionen, boah, wie geil wäre es, in 5, 7 Jahren in dem Stadion zu spielen, wie geil wäre es, Summe X zu verdienen, wie geil es wäre, mit der Freundin irgendwann mal auszugehen, wie geil es wäre, aber egal was ist, ich bin jetzt schon dankbar, ich habe das und das schon so geil, ich glaube, dann können wir einfach mehr aus der Leichtigkeit spielen und haben weniger Druck, wir müssen in 7 Jahren Profi werden oder was weiß ich, weil wir sind doch jetzt schon, wir haben noch so viel Fülle und wenn wir in der Fülle leben, dann ziehen wir immer mehr Dinge an, wie du es auch gerade schon eben gesagt hast, du in Amerika hast du es einfach geschätzt, was du da drüben hast, wahrscheinlich mit dem Studiumsleben, mit allem drum und dran, weil einfach eine gewisse Leichtigkeit ist und das ist es, ne? Richtig, richtig geiler Punkt. Gratitude. In Amerika haben wir immer gesagt, the attitude of gratitude, also die Einstellung der Dankbarkeit. So. Und es ist richtig gut. Ich sag mal, mit meinen Spielern und Spielerinnen, mit denen ich zusammenarbeite, auch gerade in Phasen, wo es nicht läuft. Also ich meine, im Fußball erlebt man natürlich auch immer wieder herausfordernde Phasen. Bei mir zweimal Syndesmoseband gerissen. So. Klar, es ist nicht einfach. Und ich sage immer, wie bei einem Kartenspiel, wenn du nichts mehr legen kannst, spielst du den Joker. Und bei uns, für uns Fußballer ist der Joker immer Dankbarkeit. Wenn nichts mehr geht, wenn du
schlecht drauf bist, ein schlechtes Spiel gemacht hast, wenn du verletzt bist, wenn du schlechte Phase hast, spiel den Joker. Ja, was auch wichtig ist, was ich glaube, da auch wichtig ist, und das darf man nicht verwechseln, dann ist es mal so, der Trainer wechselt dich nicht ein, es läuft nur scheiße, du bist verletzt, ja. Es kommt natürlich individuell, wir können einfach über Kreisliga C sprechen, wo, sage ich es mal, vielleicht nicht mehr so Leistungsfußball ist, dann gibt es aber wieder vielleicht einen Bundesligaspieler, einen Oberligaspieler, ja, wo es dann einfach in gewisser Weise schon auch ein bisschen mehr, da muss man differenzieren, in Leistungsfußball geht. Und da läuft vielleicht nicht alles, ja, läuft scheiße. Und dort dann zu sagen, ich bin so dankbar dafür, dass ich da, das ist dann schwierig. Und ich glaube, dann ist es vielleicht auch verkehrt, nur zu sagen, immer dieses, dann einfach mal sagen, diese Emotionen rauslassen, ey, fuck, ich finde die Situation scheiße, ich spiele nicht, ich fühle mich scheiße, mir geht's innerlich scheiße. Es ist einfach alles scheiße, das mal rauszulassen und dann zu sagen, okay, sehr gut, ich habe jetzt mal die Emotionen rausgelassen, ich habe sie gesehen. Und dann zu sagen, hey, okay, das ist alles scheiße, aber gibt es da vielleicht nicht trotzdem Dinge, für die ich dankbar bin? Kann ich nicht trotzdem dafür daraus was lernen? Weil dann nur zu sagen, diese Emotionen zu unterdrücken und zu sagen, ich bin aber trotzdem so dankbar dafür, ich glaube, das wäre dann einfach nicht authentisch. Von dem her, glaube ich, ist das vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt, Emotionen annehmen, damit umgehen, Dankbarkeit und dann einfach wieder Visionen schaffen. Geile Sache, geiler Zusatz auf jeden Fall. Ja, richtig, richtig gut. Und ich glaube, eine Sache, die ich nochmal, was du eben gesagt hast, die ich nochmal hervorheben will, die ich auch super wichtig finde, wie du sagst, ey, wenn du am Ende ankommst und es war immer nur ein Kampf, es war immer nur Struggle und du hast dich nie wohlgefühlt so in dem Ganzen. Also warum sollten wir uns dann wohlfühlen, wenn wir es dann irgendwann so erreichen? Also wenn es Ja, ey. nur darum geht, irgendwann irgendwo anzukommen. Ich habe da eine geile Story dazu. Ein ehemaliger Bekannter von mir, Name sage ich nicht, ganz lang bei dem größten Verein in München gespielt, Bayern München. So, es war jetzt nicht so schwer zu raten, das kann ich nur sagen. So, Bayern München hat seinen ersten Profivertrag mit 19 unterschrieben. Einer der Top-Talente damals gewesen. Frage, hey, wie hat sich's angefühlt? Seine Antwort war, ich habe gar nichts gefühlt. Ich habe gar nichts gefühlt. Der unterschreibt bei einem der größten Vereine in der Welt. Er sagt, er hat gar nichts gefühlt und er hat eigentlich den Spaß am Fußball. Crazy, Wie traurig ist das? Ne? ja. Brutal, Ja. ja. Ich habe eine ähnliche Situation auch mit einem Spieler gehabt, mit dem ich gearbeitet habe, der auch gesagt hat, es ging immer für ihn nur darum, Bundesliga zu spielen. Und er sitzt in seinem ersten Bundesligaspiel auf der Bank, wird eingewechselt und fragt sich dann, und was jetzt? War es das schon alles, ne? War es das schon? Ja, und jetzt? Und das war immer das Ziel und jetzt so? Crazy. Ja, aber es ist, glaube ich, im Leben, es ist im Leben, glaube ich, immer so, dass du dir Dinge geiler dann vorstellst, wie sie dann auch wirklich sind teilweise. Und da ist es, glaube ich, ja dieser wichtige Aspekt, auch immer wieder dankbar zu sein für das, was du hast. Und ich glaube, dann brauchst du auch gar nicht mehr so unbedingt in der Zukunft die Dinge. Also so, es ist ja schön, wenn, aber du musst nicht da das irgendwie erreichen, um höheres Selbstwert zu haben, um irgendwie glücklicher, viel glücklicher zu sein. Von dem her, glaube ich, ist es auch wieder so ein Punkt, der da, wo wir wieder zum Gratitude-Thema zurückkommen, Computer runtergefahren jetzt, oder ne? Ja, jetzt ist er runtergefahren. was? Ne, absolut. Also spannende Punkte, die ich glaube immer wichtiger werden, auch gerade heutzutage. Vielleicht, das ist eigentlich auch noch ein guter Punkt, weil ja auch gerade so das Thema mentales Training, Mindset, Mentalcoaching, was auch immer, das wird in den meisten Vereinen noch gar nicht so richtig weitergegeben. Ja, wie ist das bei euch, ja, bei Wacker München? Was macht ihr da was in dem Bereich? Boah, ne, machen wir gar nichts. Du musst dir auch mal vorstellen, ne, Außer das ist du dann. wahrscheinlich mit deinen Spielern. Ja, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt großartig da jetzt mit. Also, ich muss sagen, ich bin jetzt seit 3 Trainingseinheiten da. Ja, aber es ist schön, dass du mir das eigentlich auch nochmal bewusst dadurch machst, dass ich sowas auch nicht vorgesehen habe jetzt extra. Ne? Und in den Amateurmannschaften ist es eh wichtig, was ich natürlich mache, und ich glaube, das gehört dazu. Ich bin schon jemand, der versucht, extrem viel mit seinen Spielern zu reden. Wirklich extrem viele Einzelgespräche, und ich glaube, das ist ja auch das, was ja auch dann psychologisch ist, wo es auch heißt, ein Ancelotti, ein Jupp Heynckes, ein Jürgen Klopp, das sind die besten Trainer, weil sie menschlich gut sind. Und da versuche ich natürlich schon auch viel, viel zu machen. Da sehe ich dann eher so die Psychologie dahinter. Aber ich glaube, Absolut. du bringst mich da auf den Punkt, was ich schon noch machen wollte, ist dann so auch mit gewissen Vision Boards zu arbeiten, wenn die Saison beginnt, und da geht es dann auch um den Sieg. Aber
Ja, also auf jeden Fall Punkt, ja. Ja. Zu wenig Ja, auf jeden Fall bei mir. In den LZ wird es immer mehr gemacht. Auch noch zu wenig. Ich kann zum Beispiel bei Bayern München sagen, Campus war viel zu wenig. Da haben sie jetzt noch eine zweite Psychologin angestellt, weil sie einfach auch gemerkt haben, ey, das war viel zu wenig und die Nachfrage wird immer größer. Absolut. Ich glaube, es kommt auch immer mehr und schreibt gerade jemand so, vielleicht ist dir nicht bewusst, aber du allein über diese Gespräche, über allein den Weg, den du gehst, man ist ja dann auch so ein Beispiel für andere und so wie du die Dinge angehst, da gibst du den Spielern ja auch mental was mit. Ich habe auch letztens so ein kostenloses Online-Training aufgenommen, einfach um da auch mehr Bewusstsein zu schaffen. Weißt du, weil ich glaube, viele Fußballer, viele Fußballerinnen, die kennen in dem Bereich noch gar nicht. Also Ja. deshalb ist es, ich glaube, deshalb ist die Arbeit, die du machst, die wir machen, so wichtig, dass wir immer mehr Menschen einfach da hingehen, einfach ein neues Bild geben, was damit noch möglich ist. Also ja, super, super spannend. Ja, geil. Hier, da haben wir Ja. gleich einen Spieler von mir, guter Spieler. Also unter Hardy und Till genieße ich das Training wieder. Das ist doch gut. Sehr gut, sehr gut. Top. Ja, geil. Gibt es sonst noch was, was jetzt ansteht, was du teilen willst, was irgendwie geplant ist in der Zukunft? Ja, eine Idee, die schon gekommen ist, ist jetzt, wäre geil, wenn man mal in naher Zukunft mal eine GmbH draus machen könnte, aus dem, was ich mache, mit zwei, drei anderen Köpfen noch, von denen ich viel halte, und daraus dann was bastelt, aber das ist noch so in seinen Kinderschuhen. Was mir im Moment extrem viel Spaß macht, ist mit Fußballprofis zusammenzuarbeiten. Ja, macht mir extrem viel Spaß, weil man hört ja immer viele schlechte Dinge, aber über Profis. Ich muss nur sagen, ich habe jetzt schon ein paar kennengelernt. Ich habe das letzte Mal gezählt, mit 17 Profis aus der ersten bis dritten Bundesliga zusammen trainiert. Und ich kann über keinen einzigen wirklich was Schlechtes sagen. Die sind alles ganz feine Kerle. Qualität ist extrem geil. Und was halt immer so ist, da gibt es kein Problem mit der Kohle. Das ist natürlich auch ein Punkt, ne? Und von dem her macht es extrem viel Spaß. Ja. Ja, ist interessant. Ich glaube, da sind dann auch noch mehr diese Kleinigkeiten entscheidend, diese kleinen Dinge. Ich merke das auch mit den Profis, mit denen ich arbeite. Es ist halt nicht so, die Grundlage ist schon irgendwo da und es geht Genau. halt so darum, die Kleinigkeiten noch anzupassen, Genau. so das letzten Feinheiten zu klären und dann am Definitiv, Punkt da ja. zu sein. Ja, kann ich mir vorstellen. Sehr, sehr geil. Ja, cool. Ich habe am Ende noch immer so fünf Sätze, die du einfach frei raus beenden kannst. Geil, gerne. Ich schau die einfach mal raus. Fußball ist Cool. ja, mein schönstes Erlebnis im Fußball war. Ein Kopfballtor mit der Auswahl, weil ich nie davon Kopfballtor gemacht habe. Ja. Okay, geil. Ich bin Fan von Bayern. Bayern, okay. Mentale Stärke bedeutet für mich. Wichtig, sehr wichtig. Fußball wird in den nächsten 5 bis 10 Jahren Noch schneller, noch dynamischer. auf dem Platz, körperlich und im Kopf, oder? Ja, absolut. Spielt alles mit rein, absolut, definitiv. Ja, ist ein spannender Weg. Ich glaube, wir haben noch einiges vor uns. Ja, freut mich auf jeden Fall, dass das geklappt hat. Vielen Dank für deine Zeit, für deine Impulse zum Inner Game, ja, das innere Spiel, was natürlich auch sehr viel ausmacht, so im äußeren Spiel. Freut mich sehr, dass wir da in Kontakt gekommen sind und ja, auf alles, was noch kommt. Ich glaube, wir gehen da in die gleiche Richtung und machen das Thema einfach noch größer. Deshalb vielen, vielen Dank für das, was du tust, für deine Zeit. Und ja, wir bleiben auf jeden Fall in Ja. Kontakt und machen bestimmt noch mal das ein oder andere zusammen. Ja, safe. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hätte noch länger gehen können, was mir echt viel Spaß gemacht hat. Nochmal sorry wegen der Verspätung auch. Checkt Julius ab. Checkt seine Programme ab. Top Mentaltrainer. Und von dem her, ja, danke an dich, ne? Ja, sehr, sehr gerne. Perfekt. Wir hören uns bestimmt bald. Mach's gut, Alright, Hadi. Ciao, ciao, Julius. ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.